Natürlich ist jetzt sehr interessant für den heutigen Unterricht die Gegend von Achgaf. Achgaf ist, wie gesagt, diese Gegend mit den Sanddünen. Wenn wir uns heute mal den Teil anschauen von Hadramaut, beziehungsweise dort im Jemen und Oman, werden wir wirklich sehen, dass dort das Gebiet der Sanddünen ist, also quasi der Name Achgaf. Bloß, was hier sehr interessant ist und was ich am Anfang nicht verstanden habe und ehrlich gesagt, was ich jetzt immer noch nicht verstehe, ist, dass unsere Gelehrten verschiedene Meinungen über die Gegend von Achkaf besitzen. Also geschichtlich gesehen ist es klar, das ist die Gegend von Achkaf. Also da brauchen wir nicht um den heißen Brei zu reden. Das ist Achkaf. Ja, zwischen Oman und Jemen, Hadramaut, dort hat das Volk von Ad gelebt. Ja, und etc. Dort kam Hud a.s. und dort wurde das Volk von Ad auch vernichtet. Warum kommen jetzt Gelehrten, relevante Gelehrten und sagen, ja, es gibt verschiedene Meinungen darüber? Also wie gesagt, Ibn Ishaq und Ibn Abbas sagen, und das ist normalerweise die stärkste Meinung, ja, dies war das Gebiet im Oman, Jemen und Hadramaut gewesen. Das ist die erste Meinung und das ist meines Erachtens auch die richtige Meinung, weil Ibn Ishaq ist sowieso ein Geschichtsschreiber und Ibn Abbas, naja, Tarjuman al-Quran und auch geschichtlich gesehen ist es eigentlich ja dort gewesen. Aber so ist es eben halt nicht. Dann kommt zum Beispiel wieder erneut Ibn Ishaq, Ibn Abbas. Weil ihr kennt Ibn Abbas. Ibn Abbas sagt manchmal zu einer Sache zwei, drei verschiedene Meinungen. Das ist auch okay so. Aber mit Ibn Abbas sagt auch der Haq, dass das die Ge Gebiet von Scham gewesen war. Also ich bitte euch, dass ihr mal ein bisschen mit diesem Unterricht jetzt mitkommt. Erstmal sagt jemand, das ist Jemen, Oman. Und dann kommt der Haq, das ist alles Relevante gelehrt, unter anderem Ibn Abbas, und sagt, das ist Scham. Jetzt würden die sagen, Scham nire, Jemen nire. Also wenn es doch ein Volk von Ad gibt, dann ist doch die Sache eins. Eben ist es nicht. Es gibt Interpretationen in den Tafsir-Gelehrten, die sagen, nein, es ist Scham gewesen, Achkaf. Shamad würde sagen, ach, ich Scham niemals, würde doch Achkaf sein. Aber ich sage das nicht. Ibn Abbas unter anderem und der Haq sagt das. Dann kommt Qatade und sagt, dies war die Stadt Asch-Schihr. Eine Küstenstadt im heutigen Hadramaut gibt es immer noch, im südlichen Jemen, im südöstlichen Teil von Sana'a. Das ist wirklich eine Küstenstadt im heutigen südlichen Jemen, also richtig Küste. Ja? Und der sagt, das war, Hadramaut war dort gewesen, also komplett mehr so im Osten der Region. Jetzt kommt es natürlich noch heftiger. Mujahid, auch ein wichtiger Tabi'in-Gelehrter, kennt ihr alle, der sagt, damit ist die ganze Welt gemeint. Also mit Achkaf, sagt Mujahid, ist die ganze Welt gemeint. Sanddünen. Wie gesagt, warum sage ich das? Es gibt plötzlich verschiedene Meinungen, obwohl es normalerweise, ich setze in Anführungsstrichen, eigentlich geschichtlich Fakt ist, wo es ist. Aber es ist interessant. Und jetzt kommt Mujahid, ein Tabi'in-Gelehrter, also der Schüler des Sahabe, und sagt, damit Achkaf ist die ganze Welt gemeint. Jetzt natürlich nach diesen vier Meinungen kommt Imam Tabari. Normalerweise müsste doch Imam Tabari sagen, ich nehme diese Meinung oder ich nehme diese Meinung. Imam Tabari sagt, ich kann mich bei diesen Meinungen auf keine Meinung festlegen und sagt, es ist gar nicht Pflicht zu wissen, wo Achkaf ist. Das ist so dieses Kestir Meyol dann. Es ist nicht Fars zu wissen, es ist nur Wissen, dass das in Achkaf war. Aber wenn es wichtig gewesen, wo es wäre zu wissen, hätte Allah ganz genau gesagt, das ist dort gewesen. Und Imam Taberi sagt halt, das ist nicht, da es nicht Fars ist zu wissen, wo die Achkaf, wo die Sanddünen ist, sage ich gar nichts dazu. Sehr interessant. Naja, gut, also ich sag mal so, wenn die nichts dazu auch nichts sagen, dann können wir die Interpretation weiterführen. Also erstmal war es der Jemen, dann war es Scham und dann war es die ganze Erde. Und daraufhin sagt Imam Taberi, ich habe keine Ahnung, wo es überhaupt gewesen war, kann überall gewesen sein, wir müssen das nicht wissen. Wenn Imam Mujahid sagt, das war zum Beispiel überhaupt auf der ganzen Erde gewesen, dann kann man auch vielleicht sagen, das sagen zum Beispiel Neuzeit, ich betone, nicht wir sagen das, Neuzeitgelehrte sagen das, damit war gar nicht die Erde gewesen gemeint. Also damit war gar nicht die Welt gemeint. Deswegen sagen die, wenn doch unsere Gelehrten überhaupt gar nicht wissen, wo Achkaf gewesen war, ob es Dunya gewesen war, dann kann es höchstwahrscheinlich ein anderer Planet gewesen sein. Und dann kommen Neuzeitgelehrte in Anführungsstrichen und sagen, höchstwahrscheinlich kann es doch sogar auf dem Mars gewesen sein. Denn
Die Sura Ahqaf im Koran bedeutet wörtlich Sanddünen. Ja? Eines der ersten und der wichtigsten Merkmale, die einem in den Sinn kommt, wenn der Mars in der Astronomie erwähnt wird, sind die riesigen Sanddünen. Der Mars unterscheidet sich von allen anderen Planeten davon, dass nämlich das Sifat, die Eigenschaft vor allem des Marses ist, dass es dort die Sanddünen gibt, also Ahqaf. Ich möchte jetzt mal diesbezüglich einige Bilder einblenden. Also das ist quasi die Marsoberfläche. Das sind komplett Sanddünen. Also der ganze Mars besteht aus Sanddünen. Das ist jetzt von oben vom Weltraum aufgenommen. Ja? Und wenn wir, ihr wisst, es wurde ja eine Kamera auf den Mars geschickt, da krabbelt da irgendwie rum. Wenn wir das, diese Aufnahme sehen, das ist der Mars, nein, das ist nicht Afrika. Das ist die Aufnahme vom Mars, das ist ja quasi der Sonnenuntergang quasi jetzt beim Mars zu sehen. Sehen wir hier komplett, ja, den Mars mit den Sanddünen. Natürlich ist das eine sehr weite Interpretation, aber wie gesagt, ich verstehe nicht, warum die Gelehrten sich nicht sagen, das war einfach Jemen und Hadramaut gewesen und so vielleicht Gelehrte wie Mujahid kommen und sagen, das war die ganze Welt gewesen. Das Interessante ist jetzt zum Beispiel, wenn ihr den, also wir sind immer noch hier bei der Sura Ahqaf beim 21. Vers, wenn ihr den 23. Vers euch anschaut, da kommt dieses Wort hier vor. In diesem 23. Vers, also nicht im 21., im 23. Vers kommt vor, Ma ursiltu. Also wir haben nicht geschickt. Ne? Ma ursiltu. Wenn wir uns dieses Wort Ma ursiltu, guck mal, warum ich das sage, ist, also man kann mit dem Koran so viel machen, was außerhalb der traditionellen Sache ist, wo wir wieder auf den gleichen Punkt der Wissenschaft kommen. Hier steht Ma ursiltu im 23. Vers, das heißt auf Arabisch, wir haben nicht gesendet, göndermedik, ja? Wenn wir dieses Ma ursiltu, die Buchstaben auseinandernehmen, da kommt das Wort Mars vor. Ma ursiltu. Mars. In diesem Kontext des Verses, also nicht in des Verses, sondern in der Geschichte von Ahqaf, ja? Das Wort hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Ma ursiltu heißt, wir haben nicht gesendet. Na, Entschuldigung, ich habe nicht gesendet. Ma ursiltu, ben göndermedim. Ja? Aber wenn wir uns das Wort anschauen, auseinandernehmen, sehen wir in dem Wort Ma ursiltu das Wort Mars. Ja? Das ist natürlich interessant. Es ist natürlich sehr bemerkenswert, dass diese Buchstaben in der Sura Ahqaf erscheinen, welches gerade über die Sanddünen berichtet, was eines der wichtigsten Merkmale des Mars ist. Aber außerdem wird das Wort Deimos, nicht nur Mars, sondern auch der Satellit in dieser Sura nebeneinander verwendet. Also der Mars hat einen Satellit. Wir können nicht Mond dazu sagen, für Mond musst du schon ein bisschen größer sein, aber wir können sagen, ein kleiner Mond, ja, des Marses. Und der Mond des Marses, beziehungsweise des Satellit, heißt Deimos. Übrigens, das ist der Deimos, damit ihr mal versteht, also so sieht der Mond des Marses aus, der Satellit, das ist der Deimos. Und interessant ist, im 30. Vers dieser Sure steht Ba'di Musa. Also wie gesagt, Ba'di Musa heißt nach Musa. Und in diesem Rahmen kommt, also mit Ba'di Musa, wenn wir die Buchstaben auseinandernehmen, kommt hier Deimos vor. Das ist der Mond oder beziehungsweise der Satellit dieses Marses. Bitte versteht mich nicht falsch, also um Gottes Willen, bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht hier sagen, dass Hud alaihi salam auf den Mars was verkündet hat. Ich sage nur, es ist sehr interessant. Wenn ihr mich jetzt fragt, Furkan, was ist denn deine Meinung, wo denn Ahqaf gewesen war? Ja, da würde ich sagen, natürlich, was Ibn Abbas sagt, das waren natürlich die Sanddünen von Jemen und Hadramaut gewesen. Was geschichtlich war. Aber es ist interessant, sage ich, dass Gelehrten sich hingesetzt haben, und das sind alles unsere Gelehrten, das ist unsere Meinung, dass sie weiterinterpretiert haben. Einer hat gesagt, nee, das ist Eschef, der eine hat gesagt, das ist Damaskus, Damaskus. Also geschichtlich lag, hat der nicht mal Semut, das Adesani, das Volk, das andere Art in Damaskus gelebt. Und dann kommt Mujahid, das ist die ganze Welt. Warum denn die ganze Welt? So, wenn das so ist, dann können wir auch sagen, Ahqaf könnte auch vielleicht der Mars sein.
Also ich sage könnte, die Hauptmeinung ist natürlich, dass es natürlich Hadramaut gewesen war, der Jemen gewesen war. Aber unsere Gelehrten gehen ja so weit. Und ich sag mal so, vielleicht müssen noch einige Jahre vergehen und dann vielleicht verstehen wir es besser. Ich gebe ja nur im Koranprojekt einen Denkanstoß und vielleicht, wenn irgendwann mal 100 Jahre oder 50 Jahre vergangen sind, vielleicht wird man da sagen, ah, guck mal, da wurde im Koranprojekt irgendwas berichtet. Vielleicht war das ein Anreiz dafür gewesen.